Herzlich willkommen zu dem Video. Ich liege derzeit mit absoluten Endkopfschmerzen im Bett, weil ich den ganzen Tag mit dem CL nach dieser Reparatur, Tuning, sonst was gefahren bin. Entweder es liegt an der Sonne oder an den Dünsten, die im Zuge dieser Reparatur oder Instandsetzung entstanden sind. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, lasst es wirklich 24 Stunden ausdünsten und setzt euch nicht direkt rein und macht den dicken. Mit diesen Worten würde ich mal sagen, starten wir das Video und nach dem Intro geht's los. Hi Max, hier ist die Lara. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also ich wollte eigentlich fragen, ob du mal Lust hast, mal wieder was zu machen. Ist ja irgendwie alles doof zwischen uns gelaufen. Keine Ahnung, kannst dich ja melden, wenn du Bock hast, was zu starten. Übrigens echt, muss ich ehrlich sagen, nice Farbe auf deinem Sportwagen. Muss ich ehrlich sagen, fällt mir richtig gut. Ja gut, dann melde ich. Ich freue mich, von dir zu hören. Ah, moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Warum gehe ich jetzt mit euch zum Auto und warum geht mein Kameramann rückwärts? Es ist ganz einfach, das ist die Road to 100k. An dieser Stelle jetzt kostenfrei abonnieren, den Kanal damit aggressiv supporten. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Materie, nämlich meinem Pink Panther geht es ja nicht so gut. Habt ihr ja im letzten Video mitbekommen. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen was am Motor machen, vielleicht grundsätzlich mal eine Motorspülung, vielleicht überhaupt erstmal einen Ölwechsel, Filterwechsel. Ja, was haben wir noch? Poröse Schläuche, Motorkontrollleuchten, die auslösen etc. Komm, 3500 Kilometer wird das wohl noch irgendwie halten. Deswegen dachte ich, Hagen schlachtet sein Maybach Cabrio. Da war ich natürlich, oh nein, mein Spinnennetz, nein. Da war ich natürlich ganz vorne mit dabei und habe mir folgende Teile gesichert. Und zwar habe ich jetzt offiziell Start-Stopp, was nicht funktioniert. Und guckt es euch an, Freunde. Ein wildes Lenkrad. Wir hatten ja schon immer im CL das Problem, dass wir hier ein paar viele Farben im Innenraum haben. Wir haben einen schwarzen Alcantara-Himmel. Wir haben Anthrazit-Leder, Designo Lila-Blau. Ja, und Wurzelholz. Jetzt gibt es mehrere Punkte zu klären. Zum einen, was mache ich mit dem Wurzelholz? Da hatte ich ja schon mal angeteasert, dass ich hier Piano-Lack hinmachen möchte. Das finde ich persönlich ganz cool. Wird vielleicht auch noch kommen. Jetzt habe ich mir aber erstmal gebürstete Alufolie bestellt, auf richtig bescheuert, und habe dann erst gemerkt, dass ich mir dann ja jetzt hier noch eine sechste Farbe mit in den Innenraum hole. Deswegen habe ich die Pläne jetzt wieder verworfen. Jetzt steht die Folie irgendwo da hinten. Können wir ja vielleicht für ein Iveco benutzen oder so. Wer weiß. Auf jeden Fall widme ich mich jetzt erstmal nicht dem Holz, sondern wir haben hier oben ja noch einen kleinen Deal. Und zwar haben wir hier ja gemeinsam Alcantara-Himmel eingesetzt. Wir haben jetzt hier immer noch graue Akzente, einen Spiegel mit einer Spinne, ja moin, hier diesen Krempel. Phil, kannst du einmal kurz rumlaufen und auf die Fahrerseite können wir einmal gemeinsam den Airbag auslösen. Phil ist auch mit am Start. Den Airbag auslösen? Ausschrauben. Das ist mein Bruder, mit dem ich die Campingprojekte durchziehe auf dem Zweitkanal Fush Bros. Gerne mal vorbeischauen. Batterie ist natürlich abgeklemmt, weil vorher war hier ein professioneller Sprengmeister bzw. Airbag-Scheinmechaniker, der das Lenkrad fachmännisch eingebaut hat. Ich bin ja jetzt ein großer YouTuber und mache sowas nicht mehr selber, weil ich habe gehört, es gibt da draußen eine Menge Leute, die einen für sowas anzeigen. Aber ich glaube, ihr wisst alle, wie es gemacht wird. Ich zeige es euch noch mal kurz in der Theorie. Ihr könnt so ein T27 nehmen, könnt ihr euch im Baumarkt kaufen, steckt ihr dann hier hinten rein, so, zack. Dann nehmt ihr euch so ein Ding hier, einfach als Verlängerung, zack. Dann könnt ihr den Airbag einfach abnehmen, sind zwei Stecker, dann könnt ihr das Lenkrad tauschen. Darunter ist halt so ein großer Imbus. Ich glaube, das sollte jeder hinbekommen. Ist natürlich jetzt hier keine Anleitung und nichts, was ihr unbedingt nachmachen solltet, ohne entsprechende Fachkenntnisse. So. Zuallererst, achso, ich klugscheißer hier über Airbag arbeiten und mache gleichzeitig den SRS Airbag raus. Dann nehmen wir uns zuallererst jetzt hier einen 10er. Ganz wichtig, Batterie abklemmen. Die Batterie ist schon seit 3 Tagen abgeklemmt, da sollte keine Restspannung mehr drauf sein. Setzen wir hier einfach zack den 10er drauf. Achso, was machen wir überhaupt? Habe ich noch gar nicht erzählt. Wir machen den Plunder jetzt hier schwarz. Ich habe zwar noch einiges an Alcantara-Folie über, aber wenn man sich das mal anguckt, ich fasse mal einen Film, so im Vergleich. Fass mal das an und dann da oben. Oben ist weicher. Oben ist weicher, aber hier ist ja trotzdem, also fühlt sich ja nicht billig an, ne? Die haben da halt so eine Schicht drunter gemacht. Ich finde, es fühlt sich an wie Alcantara bei Boberg. Also es ist Stoff, keine Frage, ja. Aber ich habe jetzt einfach beschlossen, dass wir das, komm mal mit, dass wir das jetzt nicht mit Alcantara-Folie überziehen, sondern hier einfach Textile Spray for all textiles nehmen, ohne anschleifen.
ohne Entfetten. Wie willst du deinen Teppich anschleifen, ja, dass du das machen willst? Warum macht er denn nicht? Jetzt geht das schon wieder los hier. Ist der zweikomponentig, hat der unten noch so einen Idiotenring. Ja, mal sehen, ob du ihn abkriegst. 2 Minuten lang geschüttelt, dann können wir den mal auftragen. Was glaubst du, wie Ergebnis wird? Kommt drauf an, wer es jetzt sprüht, ne? Wenn du es machst, durchwachsen. Ding ist halt, ich habe natürlich eine Notlösung, ne? Ich habe halt noch Alcantara-Folie und wenn das jetzt nichts wird, dann ziehe ich das einfach ab. Aber ich bin natürlich ziemlich optimistisch, dass das jetzt was wird. Ich weiß selber nicht, warum ich das so jetzt anders hinlege. Ich glaube, so lackieren oder so. Bei den Scheinwerfern habe ich ja gesagt so. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal auf den Rasen. Nee, komm. Oh mein Gott. Wie lackierst du aus? Kannst gleich den anderen machen. Das sieht jetzt so lost aus. Geh weg mit deinen Schuhen, Alter. Das ist Textilfarbe, ne? Farbspray, Acrylbasis, extrem entzündlich. Sehr gute Deckkraft. Keine Ahnung. Bedingt waschbeständig. Ja, Freunde. Wie findet ihr das Ergebnis so? Bist du schon fertig oder was? Das war das Video jetzt. Das ist doch noch voll fleckig. Ein bisschen mehr. Ja, stinkt ja schon echt aggressiv, ne? Ja. Gleich kommen die Nachbarn wieder rüber, weil es so stinkt. Ja, komm. Nicht lang schnacken, mach du auch mal. Andere Seite habe ich natürlich professionell schon vorbereitet. Da musst du gar nichts machen, da musst du nur dran ziehen. Ohne Werkzeug. Ja, ich habe mich auf mein Video vorbereitet. Einfach noch da. Hier sieht man auch schon diverse Ölflecken. Also viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht sein. Heute wieder fuschen, gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Zeig mir mal, wie viel besser du das jetzt auf einem öligen. Der Philipp hat ja jetzt wirklich die Challenge. Wir haben hier ölige Fingerabdrücke von mir drauf. Ja, ich habe noch eine Dose. Ja, machst du ein Zebra da drauf oder was? Ich hätte mehrere Dosen bestellen sollen, ne? Das muss halt für hinten auch noch reichen. Deine Planung ist mal wieder on point. Till möchte auch noch den ganzen Himmel gesprayt haben damit. Ich will die zweite Dose für faire Bedingungen. Haben wir natürlich direkt die zweite Dose mit am Start. Aber bitte nicht so viel verschwenden. Hängst ein bisschen. Ja, hinten rechts ist Ventilblock. Auch Bock auf Alcantara Lookalike. Das sieht aber gut aus. Das? Ja. Findest du? Ich finde, das ist hier voll fleckig. Ja, gut. Aber und das, da ist eine ganze Dose raufgeballert. Gut, Philipp macht hier kurz weiter. Ich widme mich den hinteren Gabelholm. Keine Ahnung, wie man die ausbaut. Ah! Dann mache ich jetzt den Sitz. Der bleibt vorne. Oh, hier, Freunde, das, sowas meine ich halt, ne? Sieht halt ultra ranzig aus. Hier SRS ab. Wieder ein Zehner. Ach. Nicht alles verschwenden, Phil, ne? Irgendwie haben wir nicht genug Textilfarbe am Start. Also das ist der erste Gabelholm. Gabelholm? Was sag ich? Dachholm? Wie lange muss das eigentlich trocknen, Digga? Nicht, dass das jetzt die ganze Nacht hier so bleibt. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Was? 24 Stunden? Mehrere dünne Schichten sprühen. Eine dicke reicht auch. 2 Minuten schütteln, Probesprühen, Sprühabstand 25 cm. Wir haben alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Komm, mach. Haben wir noch ein kleines Problem. Ich wollte jetzt im nächsten Zuge natürlich hier dieses ganze Grau auch noch eliminieren. Aber das Problem ist, hier hinten, den kriegen wir nicht ab. Den kriegen wir einfach nicht getrennt. Den Gurt. Abschneiden kommt halt auch nicht in Frage. Das weiß ich halt nicht. Das sieht halt nicht so schick aus, ne? Wenn das einzige Teil im Innenraum ist, was so bleibt. Das wird nicht einfacher, dieser ganze Delete hier. Fertig gemacht haben. Ah ja. Abitur 2020. Lost. Ich würde sagen, das scheitert gerade an Materialien. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir eine Lösung gefunden haben. Ich fahre jetzt erstmal im Baumarkt und kaufe ein paar schwarze Farbdosen und dann geht's weiter hier mit Lack. Mama wird sich freuen, wenn wir das jetzt hier aufhängen. Ding stinkt so übertriebenst nach Lösungsmittel. Na, no, Zirconia. Ehre. Jetzt geht's erstmal wieder in AMG 350 mit unlackierter Spoilerlippe zum örtlichen Baumarkt. Let's go, Alter. Geiles Holz. Wir sind jetzt wieder zurück vom Baumarkt. Leider haben wir festgestellt, dass man keine Textilfarbe zum Sprühen bzw. allgemein keine Textilfarbe im Baumarkt kaufen kann. Deswegen habe ich jetzt nochmal welche bestellt. Wir müssen jetzt 24 Stunden warten, bis das andere trocken ist. Das heißt, der CL steht jetzt wieder. Aber wir machen jetzt weiter einfach mit den Plastikteilen. Wir haben hier ja noch graues Plastik. Der ganze Spiegel ist graues Plastik. Da haben wir da brauchen wir Textilfarbe. Hier haben wir Grau und ganz wichtig, die Griffe da oben. Ich baue euch jetzt einmal schnell alles aus. Wir haben jetzt alle möglichen Akzente ausgebaut. Das gesamte Graue natürlich fachmännisch angeschliffen, grundiert,
lackiert, trocknen lassen zwischen den ganzen Schichten. Auf jeden Fall eine richtig top Arbeit wieder abgeliefert. Habt ihr ja alle im Livestream hoffentlich mitverfolgt. Jetzt heißt es, nachdem der ganze Kram getrocknet ist, den Kram wieder einsetzen. Insbesondere der Spiegel wird sehr interessant, denn den haben wir komplett auseinandergenommen, den Spiegel. Der besteht nämlich einerseits hier aus diesem Rahmen. Das hier haben wir übrigens mit Edding gemacht. Sieht eigentlich sehr gut aus. Wir werden den Gesamtzustand nochmal gemeinsam bewerten, sobald alles verbaut ist. Chantal, bist du es? So, Freunde, der Mod ist durch. Wir haben jetzt den nächsten Tag und ich habe keinen Schlüssel. Also wer auch immer denkt, dass ich verplant bin im normalen Leben, ich bin jetzt heute wirklich noch verplanter. Ich bin nämlich den ganzen Tag mit der Karre rumgefahren, habe einfach mega die Kopfschmerzen. Und ich denke, das kommt daher, dass dieses Zeug ja noch ausdünstet. Und ich kann euch deswegen nur empfehlen, baut es 24 Stunden nicht ein. Es riecht hier drin auch wirklich wie in der Farbfabrik. Aber gut, dafür für ein bisschen Optik muss man leiden. Ich zeige euch mal das Gesamtergebnis. Im Gesamtergebnis bin ich mehr als zufrieden. Hier oben haben wir die Haltegriffe schwarz lackiert. An allen Stellen, wo man noch irgendwas gesehen hat, habe ich mit Edding nachgebessert. Hier fehlt noch die Sonnenblende. Der hängt da hinten noch und trocknet. Dann haben wir hier diesen Mitteltunnel-Konsole. Hier das mit Edding. Das sieht auch alles wirklich richtig, richtig gut aus. Auf der anderen Seite das Gleiche. Hier haben wir noch ein bisschen Edding. Da muss nochmal nachgebessert werden auf jeden Fall. Und da hinten, das wird auch noch lackiert. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen hat es die Optik auf jeden Fall aufgewertet. Mich würde dazu eure Meinung interessieren. Lasst mir die gerne in den Kommentaren da. Auch Tipps, auch wenn eigentlich alles gemacht ist. Tipps sind immer gut. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen verschallert. Ich hoffe dennoch, euch hat das Video gefallen. Begleitet mich auf der Road to 100k. Wir sind echt hier, ne, auf dem Endspurt. Jetzt ein Abo dalassen auf kostenfreier Ehrenbasis, damit ich noch auf die 100.000 komme vor meinem Sommerurlaub. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Genießt die Hitze, beziehungsweise ich hoffe, ihr sitzt an einem schattigen, kühlen Plätzchen und ach, ich gehe einfach ins Bett. Haut rein, Freunde.